Bevor es jetzt mit der Aktion weitergeht, haben wir noch einen spontanen Redebeitrag von Benji, den ich jetzt gerne ans Mikro bitten möchte. Er hat selber einen Fluchthintergrund und möchte etwas erzählen über die Gründe, warum Menschen überhaupt ihr Land verlassen. Hallo Leute, mein Deutsch ist nicht so gut, aber ich werde Deutsch versuchen zu reden. Aber die Leute sagen immer, warum die Flüchtlinge in Deutschland kommen. Weil vielleicht denkt Deutschland ist nicht Deutschland, Europa ist so ein Paradies oder so. Aber die Flüchtlinge kommen in Deutschland oder in Europa, weil die Kapitalisten sind bei uns. Das bedeutet, dass so ein System, sie kommen bei uns. Sie machen unser Leben dann kaputt. Das bedeutet, eine Jungs bei uns, der hat keine Chance für Leben. Ich weiß, Deutschland auch, viele Leute sind nicht reich, sind auch so arm, aber es ist richtig, aber. Und das Problem ist, die Kapitalisten. Und warum die Leute in Deutschland kommen oder in Europa? Weil sie versuchen, ein bisschen zu leben oder ein Glück zu bekommen für ein Essen. Weil bei uns, jemanden, einen Tag, sie leben mit einem Euro, das bedeutet 6, 65 Cent. Ein Tag, 1 Euro bedeutet alle, die ganze Familie. Und die Leute sagen immer, Flüchtling, warum Flüchtling, Flüchtling, Flüchtling. Aber wir sind keine Flüchtlinge, wir sind der Mensch, wie gleich wie auch. Oder ist egal, welche Farbe habe ich, oder weiß, oder schwarz, oder dunkel. Ich glaube, alles Leute sind, jeder sind, sie hat gleiche Blut. Und diese Blut ist rot. Und wenn jemand tot ist, wir bekommen diese 2 Meter unter. Das bedeutet, du musst die Leute leben wie ich. Ich bin schwarz, jemand weiß ist, wir sind gleich. Und deswegen, ich habe das nicht geschrieben oder so. Weil immer wenn ich dann etwas höre, macht mich sehr kaputt und traurig. Weil wir sind, die ganze Leute ist sehr tut weh, ihre Familie zu verlassen oder ihre Brüder. Vielleicht ich, zum Beispiel ich habe 6 Leute in meinem Rücken. Das heißt immer, ich bin. Jetzt ich wohne in Deutschland, ich bin alleine und das ist so Katastrophe, weil du siehst, die Leute sind glücklich, aber das gibt nicht. Habe ich das gemacht und ich werde das akzeptieren, weil ich bin Flüchtling, ja, ich habe keine Dokumente, aber für mich, wir können nicht die Leute reden, weil ein Dokument. Dokumente sind so eine Papiere und jemand kann diese Papiere kaputt machen und was passiert, wenn ich habe kein Papier, ich bin ein Mensch, ich bin kein Mensch. Deswegen, ich bin immer vorne oder ich weiß, vielleicht wenn eine Ärger bekommen mit Polizei oder mit etwas, weil sie mein Gesicht öffnen, aber ist egal für mich. Weil viele Leute kommen für mich oder meine ganze Familie oder die Leute, sie kann nicht sagen, was ich jetzt rede, aber ich mache das weiter. Warum? Weil ich muss das deren Ende sein. Dankeschön für meine Gehör.